Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Der Nico fetzt schon rum. Wir sind an der Fleck, treten jetzt mit den E-Bikes rauf und werden gleich den Fleckalm-Trail runterfahren. Da kommt er auch schon wieder. Bist du schon so heiß, nicht mehr zu halten? Schlupp. Ja, los, komm. Die Tour ist übrigens mal zu 100% erlaubt. Track ist unter dem Video. Und ja, das ist ein offiziell gebauter immer Trail. 100%. Wir geben immer 100%. Und auch eine offizielle Abfahrt. Das ist schon eine Besonderheit. Hälfte Hammer vom Uphill. Ja, die Auffahrt ist auch schon mega schön eigentlich mit tollem Panorama. Und wie ihr seht, uns jagen schon wieder die Gewitterwölkchen. Heuer hat, glaube ich, so viele Gewitter wie selten. Schreibt mal in die Kommentare, wie oft wir schon auf irgendeine Wolke darauf hingewiesen haben. Ich glaube, bei dem zweiten Video. Ja, aber heuer ist ja auch irgendwie immer Gewittersturm. Ja, nichts dafür. Dann schauen wir lieber den Kaiser an. So, jetzt habt ihr eben nochmal den Kaiser mitten im Blick. Und dahinter das Kitzbühelhorn. In die Richtung sieht es voll nach Almedülle aus. In die andere ist ja schon wieder alles pechschwarz. Heidi, hallo. Ah, Bikini wäre dabei gewesen, aber jetzt schauen wir lieber, dass wir schnell runterkommen vom Berg. Deswegen leider kein Jump-In in den Fleckalmsee, sondern es geht direkt auf den Trail. Wie ihr seht, schwarz und hier die andere Seite blau. Voll verrückt. Damit ging es dann eben ab auf den Trail. Der beginnt oben noch ziemlich einfach mit einigen größeren Kurven. Aber kannst dann doch ganz gut. Von der Kategorisierung her ist das ein schwarzer Weg. Ah, ich würde sagen S2. Boah, ist voll umgebaut, oder? Also nicht ultra schwer, aber eben auch nicht super einfach. Kirchberg hat übrigens noch zwei andere Trails, einmal den Wiesi-Osel und einmal den Geisberg Trail. Die sind beide am Geisberg drüben. Und ja, da ist es so, dass der Wiesi-Osel noch ein bisschen einfacher ist wie der Fleckalm Trail und der Geisberg Trail vielleicht sogar noch eine Stufe schwieriger oder ähnlich schwer wie der Fleckalm Trail. Ihr seht's. Da geht es auch über einige Wurzeln drüber. Bei uns war es ziemlich trocken, obwohl es jetzt ja immer Gewitter hat. Aber ja, trocken ist ja deutlich schöner wie nass. Ansonsten kann der auch mal in eine Schlammschlacht ausarten. Das ist ungefähr auf der Hälfte von der Abfahrt jetzt
Und da gibt es eben auch diese Gegeneinstiegspassagen. Ich tue mir da ja immer ziemlich hart, da hat mich der Nico gleich wieder abgeschüttelt, trotz E-Bike. Ja, mit dem E-Bike aber noch um einiges netter als wie ohne. Aber trotzdem, ja, für mich Trail runter. Aber gut, kann man sich halt nicht immer alles aussuchen. Das muss man nehmen, wie es kommt. Da seht ihr es, da bin ich schon stecken geblieben. Aber gut, was soll's, gehört halt dazu. Und dann geht es nochmal ein bisschen runter, bevor es dann so eine längere Flow-Passage Richtung Fleckalm geht. Und dann geht es nochmal ein bisschen über die Straße, bevor es wieder einen neuen Trail-Einstieg gibt. Also jetzt kommt dann eben eher dieser flowigere Abschnitt. Am Video lässt sich das ja manchmal gar nicht so leicht sagen, ob es schwer oder eben doch flowig ist, weil die Steilheit so ein bisschen fehlt mit der GoPro. Aber ja, also ich finde die Passage nach dem Uphill, die ist dann wirklich flowig und übergeht zur Alm. Und die Alm hätte auch geöffnet, haben wir gesehen, aber dafür war natürlich keine Zeit. Wir wollten ja den Trail trocken genießen. Ein bisschen breiter wird. Da gibt es dann auch ein paar Sprünge. Das ist dann vom ganzen Baustil her ein bisschen anders wie oben. Oben ist er schmaler, erinnert fast an einen Wanderweg und unten wird er dann wie so ein gebauter Bikepark-Trail. Und die Mischung macht es aber, finde ich, das sind einfach 1000 Höhenmeter Spaß und gerade, dass es so ein bisschen unterschiedlich ist, finde ich total super. Und ich finde, wir sind sehr viel Bier gefahren in der Vergangenheit und wie ich jetzt wieder auf dem E-Bike gesessen bin. War es einfach ein bisschen komisch für mich, aber man gewöhnt sich, glaube ich, wieder daran. Was meinst du? Also für mich war es super, weil das E-Bike ist ja so ein richtiges Monster mit halt auch richtig krassen Bremsen, krass viel Federweg und gerade auf einer reinen, ja, Downhill gebauten Trailstrecke ist es mega für mich, hat richtig viel Spaß gemacht. Genau, man kann es halt dann einfach wieder laufen lassen und das Gewicht ist dann schon hinfällig und fangen die Dämpfer dann erst richtig an zu arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten. Ja, hat auf jeden Fall viel Freude bereitet. Elemente, die wurden erst nach und nach in den Trail eingebaut und die waren zum Teil auch bitter nötig, weil wer die Fleckalm kennt, der weiß, dass das so eine Art Moorgebiet ist im unteren Abschnitt und das heißt, wenn es dann noch geregnet hat, dann war es einfach viel zu nass und matschig und da sind jetzt die Noscha-Elemente drüber und von dem her ist das Problem mit dem Riesenmatsch am Fleckalm Trail auch längst gelöst. Ah.
wieder da. Auf dem Weg gibt es wirklich alles, was man sich nur so vorstellen kann, eben vom engen eigentlich Wanderwegcharakter bis hin zum gebauten Bikepark mit ein paar Sprüngen und auch einigen North Shore-Elementen. Von dem her wird einem definitiv nicht langweilig. Trotzdem gehört er für mich jetzt nicht zu den Lieblings-Bikepark-Trails. Da war ich letztes Jahr am Grundplatz irgendwie mehr begeistert. Ich kann aber gar nicht so genau sagen, warum. Wart ihr schon am Fleckheim Trail? Schreibt doch gerne mal rein, wie ihr den so findet. Also ich mag den nebenbei mal ganz gerne, aber jetzt von den Bikeparks her, also ich mag mittlerweile sogar den Lisi Ursel fast lieber. Da haben sie unten ein bisschen umgebaut letztes Jahr im Herbst. Seitdem ist der sehr rund geworden und dann kann man es so richtig durchjagen. Und hier, ich weiß auch nicht, teilweise ist es für mich so ein bisschen unrund, wo ich mir dann doch wieder hart tue, gerade so drüber zu kommen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich finde ihn eigentlich ganz cool und ich finde es auch ganz witzig, mal das Ganze im Sommer zu sehen, wenn ich ein weißes Kleid trage. Stimmt, für den Nico war das ja relativ besonders, weil ich kenne das natürlich schon von klein auf. Meine Eltern hatten da eine Hütte in der Gegend, ich musste da immer wandern. Und das Radfahren natürlich definitiv besser. Ja, du findest ihn also gleich gut wie zum Beispiel Grundplatz oder so? Nee, nicht gleich gut, aber ich fand jetzt nicht gerade verkehrt. Also so zum Einrollen war das ganz gut für die Abendrunde, die wir gemacht haben. Also ich finde ihn schon auch ganz gut, aber eben, ich weiß auch nicht, er hat nicht diesen typischen, ja, also mir, so wie Grundplatz oder so, das hat mir einfach besser gefallen. Oder auch in Sölden, da gibt es einige wirklich richtig coole Strecken. Das ist ja auch immer Geschmackssache natürlich. Und deswegen würde mich eben auch interessieren, wart ihr schon da? Und wenn ja, was sagt ihr zum Fleckheim Trail? Thank you.
verabschieden uns, genießen gerade noch den Sonnenuntergang vom... Tja, wer weiß, wo wir sind? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das erkennt. Da ist die Sonne. Und was hört man im Hintergrund? Den Kühlschrank. Den Kühlschrank, stimmt. Und Kühe. Jawohl. Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Diesmal Fleckalm Trail, kurz und knackig. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Witz euch. Ciao, ciao.